Ach, vor dem Video beinhaltet Szenen mit hoher Lautstärke. Lass uns Counter-Strike spielen. Ganz kurze Erklärung des Insiders. Sophia, die gleich dazukommen wird, hat eine seltsame Angewohnheit, wenn sie schläft. Da macht sie nämlich seltsame Geräusche. Aber seht selbst. Sie ist... Oh. Sophia ist wieder zu Namen zum Boot. Sophia. Sophia hat reingefollowt. Yeah. Schönen guten Tag. Du bist leider zu spät. Eben gab es eine YouTube-Kacke. Die wäre was für dich gewesen. Was ist das für ein Schwachsinn? Hier, Sophia, das ist Kunst, okay? Das ist wahrlich Kunst. Das ist eine Kunstform. Conny, entspannen Sie sich. Wir kriegen gleich einen Schlaganfall. Ja. Falls ihr euch wundert, ja, ich bin zum dritten Mal. Danke, Taschlik, für den Follow. Yeah! Voll auf den Random. Ich bin vom Stuhl gefallen. Falls ihr euch wundert, ja, ich hab jetzt zum dritten Mal. Sophia! An. Weil hier drin riecht. Bist du es? Wir haben nur schon 5 Zuschauer. Sophia, bist du noch da? Ey, nee. Hier ist wieder das Namensverbot. Code-Verbot. Falls ihr euch wundert, ja, ich hab jetzt zum dritten Mal. T-Shirt an. Weil hier drin riecht mich eh niemand und das ist mir egal und. Danach aber Counter-Strike. Ja. Peace. Hier ist wieder das Namensverbot. Code-Verbot. Falls ihr euch wundert, ja, ich hab jetzt zum dritten Mal dieses T-Shirt an. Weil hier drin riecht mich eh niemand und das ist mir egal. Sophia! Hier ist wieder das Namensverbot. Code-Verbot. Falls ihr euch wundert, ja, ich hab jetzt zum dritten Mal dieses T-Shirt an. Dieses Timing auch noch! Sie muss euch hundertprozentig hassen, ne? Halt die Schnauze! Oh, hi, Schatz. Wenn ich ehrlich bin, stinkt es wirklich, aber die Leute können ja zurückgucken. Die hat so was leichten. Ganz ehrlich, irgendein Hurensohn. Ganz ehrlich, hätte ich den unten getroffen. Ganz ehrlich, ich hätte ganz ehrlich eine Klatsche gegeben. Ganz ehrlich. Ich lag so um 12 im Bett, war so richtig fett, wollte so ganz langsam kacken, was passiert. Es klingelt einer, ich stehe so auf, weil ich dachte, das ist eins und eins Bestellung, die einen Tag früher kommt. Ich gehe so ran, hallo? Und dann so, was denn da bist? 1 und 1. Und dann so, wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss läuft. Mein Gott, ich bin so richtig ausgerastet, ihr könnt euch das nicht vorstellen, weil ich wusste, es war schon wieder irgendein scheiß Mass-Elderwiss mit so einem riesen Kennt ihr diesen Mass-Elderwiss, wo diese sechsmal so groß ist wie der Mass-Elder selbst? So ein Typ hat doch schon bei mir rumgeklingelt und ist schnell weggerannt. Das muss ich auch Ja, das denkt er, oder? Genau so, das. Da bin ich kacken gegangen, glaube ich. Hallo, wenn Sie bei 1 und 1 einen DSL-Vertrag abschließen, dann können Sie sich darauf verlassen, dass... Das passiert schon den ganzen Tag, es geht einfach an. Und dann geht es wieder an, so als ob irgendein Bastard-Nachbar nichts anderes zu tun hat, als ob mein Funk zu unterbinden. Das geht auch gleich wieder automatisch. Ja, hier, ich mach, ja, das nicht. Ich weiß nicht, warum das ist. Sis, warum das ist? So, das regt mich voll auf. Und ich weiß auch nicht, wo die Bedienung fern ist. Die liegt da hinten irgendwo. Die Bedienung ist fern. Ungelogen. Ich schwöre euch, der hat 5000 Sekunden durchgeklingelt. Hm.
habe ich mir schnell den Hintern gewaschen, hab's nicht mal geschafft, mich abzuwaschen, zu trocknen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir die Hände abgewischt hab. Dann renne ich da runter und guck nach links. Und dann guck ich nach rechts und guck nach rechts und guck ich nach links. Und was sehe ich? Nobody. Ich sehe so eine 12-Jährige, aber ich denke mal nicht, dass sie bei mir in Mavis-Taschen am Hirschwagen geklingelt hat. Ich bin trotzdem zu ihr hingegangen, hab die gefickt. Was sind das für Vollidioten? Ich werd demnächst. Die Bedienung zehren. Moment. Ich muss das kurz machen. Nadi, ich sehe so eine 12-Jährige, aber ich denke mal nicht, dass sie bei mir in Mavis-Taschen am Hirschwagen geklingelt hat. Ich bin trotzdem zu ihr hingegangen, hab die gefickt. Was sind das für Vollidioten? Ich werd fragen, ob ich mich positionieren kann. Ich lass mich doch hier nicht aus meinem Bett ficken von irgendwelchen Spasti-Dicken, die nichts anderes zu tun haben, als mir meine 1&1 Privatsphäre reinzuficken. Das ist eine wunderbare Situation, wenn ich sehe, wie viele Leute mir zugucken, every night. Obwohl ich ewig keine Werbung bin, ich rufe. Ist ja auch egal. Dann lag ich da halt nackt, weil ich bin in meiner Banane, ich bin gerade so am Kacken auf einmal. Da habe ich meinen Vornamen reingehört. Kilian! Kilian! Okay, das war nicht so eine Stimme gewesen, das könnt ihr mir glauben. Das war eine richtig männliche, maskuline Stimme. So eine fucking No-Lifer, dann mach ich so die Tür auf und guck nach links und dann guck ich nach rechts und dann guck ich so und diese. Mit ihr 3-Euro-Smartphone erstmal mit Blitzlicht. Hier ist das immer sein. Boah, guck mal, mein genau erstes so. Smartphone mit Blitzlicht, erstmal Foto machen! Amo, Mann! Nein! Ich schau nieder! Wenn ihr wollt, könnt ihr mich fragen. Ich würde das Video auf jeden Fall machen. Hab da kein Problem mit, wenn ihr euch interessiert für mich. Ich bin jetzt over und out. Und over und over und out. Und ich werde auf jeden Fall gegen vorgehen. Es ist Real Talk. Von irgendwelchen Spasti-Dicken, die nichts anderes zu tun haben, als mir meine 1&1 Privatsphäre reinzuficken. Und ja, meine Lippen gerade. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich fragen. Ich würde das Video auf jeden Fall machen. Hab da kein Problem mit, wenn ihr euch interessiert für mich. Ich bin jetzt over und out. Und over und over und out. Und ich werde auf jeden Fall gegen vorgehen. Es ist Real Talk. Ihr müsst mir nicht glauben. Wenn ihr wollt. Ich mach das Video auf jeden Fall machen. Hab da kein Problem mit, wenn ihr euch interessiert für mich. Ich bin jetzt over und out. Und over und over und out. Und ich werde auf jeden Fall gegen vorgehen. Es ist Real Talk. Ihr müsst mir nicht glauben. Hallo. Ist mir auch wir haben eine Umfrage gemacht, was DSL-Kunden wichtig ist. Keine Vertragslaufzeit, wollen 35%. Das ist meine private Adresse. Bitte hört auf, mich abzuf. Fucken. Nein! Nein! Oh. Warte mal, hier haben wir auch wieder Sophia, ne? Muscle Davis. Jetzt spielen wir seit 16 Jahren. 1&1. Muscle Davis. Neue Leiter.